Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OzzogOD zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder bei mir ganz herzlich auf dem Kanal und heute gibt es mal wieder ein richtig geiles Hearthstone-Video bei mir. Aus unserem letzten Stream haben wir wieder ein Stream-Highlight für euch und zwar Road to Rank 1 im Schlachtfeldmodus den ersten Platz machen und zwar mit Arana Sternsucher. Das habe ich für euch gespielt und deswegen wünsche ich euch bei diesem Video ganz viel Spaß. So, Kaffeemaschine läuft. So, was habe ich denn hier? Hört man? Also, Edwin Van Cleef war ich schon Erster. Warum nicht? Das ist der Content. Foli. Irgendwann, jetzt nicht heute. Vielleicht demnächst. Hier, Miriam, ich mach das hier. Ich spiele Arana Sternsucher. Die hatte ich noch nicht auf Rang 1. Mit der muss ich auf Rang 1 spielen. Road to Rank 1. Und das geht bestimmt auch ganz gut ab, weil man kriegt dann so viele Karten. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich die spiele. So. Also, was haben wir denn? Es sind gesperrt Drachen, Elementare und Piraten. Es gab... Ich will das auch haben mit den Sternen und den Charakteren. Das ist das Addon. Soll ich dir sagen, welches das ist, Miriam? Das ist das Fireside Addon. Das habe ich mir runtergeladen, weil das die Mira entdeckt hat. Das hatte ich selber noch gar nicht. Das, also wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Hier, das heißt Firestone Addon. Kann ich das einblenden überhaupt? Ne, man sieht es, glaube ich, nicht, wenn ich sie rüberziehe, oder? Nee. Damit sieht man immer, welcher Zug dran ist, welche Kreaturen, wie hoch die... Schick mal Link, warte. Ich... Firestone Add-on für Hearthstone. Hearthstone Add-on, da. Das findest du bei... Du musst die Overwolf-App dafür haben. Hier ist es. Ich poste das mal rein, Miriam. Das ist es. Damit kannst du die Sachen halt auslesen und ausspielen. Ja, geil, Alter, ich habe voll die gute Starthand. Ich habe hier zweimal Spott mit Wiederkehr und zweimal Gottesschild. Das ist schon übertrieben stark. Das ist voll gut. Also das Game, das könnte ich wirklich gewinnen. Das könnte wirklich abgehen, Alter. Wenn ich schon so eine gute Starthand habe. So, dann müssen wir hier nochmal die Kaffeetasse ein bisschen voller machen. Zack. Ich würde dieser Kaffeevollautomat, er brummt immer übertrieben laut und macht meine Kaffeebohnen klein, damit ich das alles dingsen kann. Mich juckt's aber auch unter der Achse. Er hat mich gestern rasiert, ey. Ich hab da die ganze Zeit so einen Juckreiz. Übelst scheiße. Also, oh, gegen AFKler. Nice, Alter. So, cool. Zweimal gewonnen sozusagen. Das ist sehr gut. So, zack, zack. Ja, ich muss das nochmal safen. Eigentlich fehlt mir ein Gold, damit ich die Kreaturen hätte kaufen können. Das ist halt ärgerlich. Den Velpotron muss ich auch kaufen. Das ist eigentlich 4-3. Das ist 4-3. Und das ist 4-2, 4-2. Das ist halt voll gut, weil Gottes Schild halt die Leute am Leben bleiben. Das ist extrem nice. Entschuldigung. Oh, was ist hier los, Alter? Zwei neue Abonnenten auf YouTube, Alter. 354 Abos. Was geht denn hier ab, Alter? Heute zwei neue Leute, die abonniert haben. Cool. Nice. Ehre, Alter. Finde ich gut. Finde ich wirklich nice. Ich muss mir nachher mal auf Twitter durchlesen, was die hier noch geschrieben haben. Ach, Gott, Alter. Nur weiter so, ihr macht das. Die rasten alle komplett aus hier. Ah, ist jetzt schlimm, ey. Ah. Ah. Ah, das wird aber trotzdem unentschieden. Glück gehabt. Trotzdem, der so stark erhöht ist, der... Ey, Ozog, was geht? Ey, Xavi, grüße dich. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, wir haben
wir haben jetzt Hearthstone gerade drinne. Also ich spiele Hearthstone jetzt schon den Nachmittag. Wir haben erstmal gerade eben das normale Ranking auf Gold gepusht. Also da bin ich jetzt Gold 10 von Silber, was habe ich denn vorher gehabt? Silber 5 oder sowas. Von Silber 5 auf Gold 1 aufgestiegen. Und jetzt spielen wir noch Hearthstone Battlegrounds wieder für Road to Rank 1. Denn, ja, hab gehört, heute noch GTA-RP-Foli. Ich besitze kein GTA, Mann. Ich will das mir auch gar nicht holen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Nur weil das wieder so ein dummes Hype-Game ist. Ich will doch nicht für das Spiel, für dieses Spiel gemocht werden auf Twitch, sondern für meine Art und Weise, so wie ich bin. Da ist es doch egal, was für ein Spiel man spielt, Alter. Das GTA ist voll scheiße, Mann. Hier, Store, GTA, wie viel kostet denn das Scheiß-Game überhaupt? Das hat doch 50 Euro gekostet. GTA 5 ist es. 15 Euro kostet der Mist, Mann. 15 Euro, Mann. Ah. Mann. GTA 5. Passt auf, die haben es alle auf euch abgesehen. Und vor allen Dingen, man muss doch dann bestimmt diese Premium-Edition kosten. Die kostet gleich 42 Euro, Alter. So viel Geld will ich nicht ausgeben für ein Spiel, was ich nicht spielen werde. Das weiß ich doch wieder. Das kostet 9 Euro. Was, das kostet 9 Euro? Hey, wake up. Ich bin gerade in den Steam, ich bin im offiziellen Steam-Store. Steam Grand Theft Auto 5 kostet dort im billigsten Angebot 14 Euro, 14,80 Euro. Und die Premium-Variante mit dem großen weißen Hai kostet 48 Euro. Wer kauft auch da? Keine Ahnung. Ich kaufe in Steam, weil ich den ganzen anderen Webseiten nicht vertraue. So, geh ein. Ja! Oh! Geil! Überragend! Ich habe das beste Ding gekriegt. Hier, guck mal. Nachdem ein befreundeter Diener Gottesschild verloren hat, erhält er dauerhaft plus 2,1. Das ist der beste Mech. Ein Glück habe ich diesen Velputron gekriegt. Das ist so gut. Der wird jetzt, jede Runde wird der stärker. Ich muss jetzt gleich mehr Dingsbums kriegen. Mehr Mechs. Das ist ganz wichtig. Miriam, meine Kaffeetasse ist voll. Miriam, mir hatte Stefan, Stefan hatte nicht mir, sondern Stefan hatte Mira einen Link gepostet gehabt, also ein Video in WhatsApp von so einer Bulldogge, die Burger frisst, Alter. Das habe ich auch gesehen, ich habe mich übertrieben gefreut über die Bulldogge. Das ist so ein kleiner Hundi, der frisst alle Hamburger auf und die Pommes, Mann. Das war übertrieben nice. Das ist übertrieben strong. Ich glaube, das gewinne ich. Ja. 100% Win. Geil. Oh, und der Schmierbot hat sogar überlebt. Geil, Alter. Der macht sogar noch am meisten Schaden. Der macht 7 Schaden ins Gesicht. Juhu. Okay, das sind alles schlechte Karten. Die brauche ich nicht. Einmal rerollen. Ja, das ist ja geil. Das mache ich. Den hole ich mir einmal. Okay. Ja, machen wir den hier nochmal. Einfach, dass ich nochmal mehr Kreaturen habe. Perfekt. Was war mit Stefan? War gerade in der Küche. Also, Stefan hat Mira ein Video geschickt, ein TikTok oder sowas. Da ist eine französische Bulldogge zu sehen, wie sie die Hamburger frisst. Und ich habe das, dann hat mir Mira das gezeigt und ich habe mich übertrieben drüber gefreut über diese französische Bulldogge, wie die diese Hamburger frisst und die Pommes so. Ich fand das übertrieben nice. Das fand ich voll gut. Ich schwöre dir, das war ultra lustig. Hier. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Das ist die französische Bulldogge. Sie frisst den Big Mac und die Pommes. Ich freue mich übertrieben über den Hund. So ist die richtige Reihenfolge. So Videos bekomme ich auch. Ja, Ehre, Alter. Voll gut. So, der greift als erstes an, stirbt. Dann greift der Gegner den an, der stirbt. Dann greift der an, dann greift der Gegner den an, stirbt. Und dann werden die beiden verwässert. Nun habe ich Hunger. Ich habe auch Hunger, Xavi, manchmal. Oh, TikTok, was ist das? Okay, Moment, ich muss mal gucken. Oh, die Katze! Nein!
Bestimmt hast du... Hör zu! Ich... Oha, die Katze rastet aus, Alter. Überragend. Gewonnen! Jawohl! So, bisher habe ich eine ganz gute Aktion. Ich muss noch dreimal mein Gasthaus aktualisieren, dann kriege ich immer 7 Diener rein. So. 1, 2, 3. Nur Schrott gekriegt bisher. Ah, hier! Das ist doch gut. Zweimal Mechs noch bekommen. Den Mech und den Mech. Verteidigungssysteme aktiviert. So ist es doch gut. Ah, das ist der Drilling! Und da ist der Drilling für den Hund! Ich krieg nur Drillinge! Ich gewinne das! Ich rieche das! Ja, Ehre, Alter! Überragend! Geil! Was hat er? MMOGA, Rockstar Games, Grand Theft Auto Premium Edition Online. Für 9 Euro? Ich habe keinen MOGA MMOGA Account. Ist es auch auf Deutsch? Ja. Verkaufen für 9,99 €. Warum kann denn MMOGA bitte das so billig anbieten? Da ist doch irgendein Haken dran. Das kann doch gar nicht sein. Machst du selbst auch TikTok? Nee, bisher nicht, Xavi. Ich habe bisher noch keine TikToks gemacht. Weil ich, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil... Hat mich nicht gereizt. Bei TikTok, ich habe heute Morgen wieder TikToks gesehen, weil Mira sich die angeguckt hat. Und da denke ich mir immer nur, was sind denn das alles für Spasten, die da sich im Internet zeigen, Alter? Alle richtige Dummköpfe so auch dabei. Und dann halt auch immer so Menschen, so wo du dir denkst, so, oh ey, wie haben die das denn ins Internet geschafft, Alter? Also, nee, Mann. Miriam, machst du doch auch. Der Unterschied ist für die, Miriam, der Unterschied zwischen mir und den anderen Leuten, die da so TikTok machen oder sowas. Ah, jetzt verliere ich gegen dich! Oh nein! Oh nein, ich habe gegen die Molochs verloren! Nein! Oh! Keine Sorge, jeder hat mal einen schlechten Tag. So, erstmal den hier, zack. Drilling gekriegt. Wetter. Bin ich ja mal gespannt, was ihr damit macht. Ein. Oh, er hält Gottesschild, nachdem ein befreundeter Diener Gottesschild verloren hat. Geil. Überragend. Auf die innere Größe kommt es an. So. Wen verstärke ich denn jetzt hier? So. So mache ich das. Miriam, ich habe jetzt den Übersatz. Ich habe die heilige Makrele gekriegt, Alter. Das ist der Mech-Morlock ist das. Das ist, der kriegt jedes Mal Gottesschild, wenn ein anderer Mech Gottesschild verloren hat. Sogar. Und dann kriegt der unendliche Buffs durch den Schmierbot. Der kriegt immer plus 2-1 dann, weil der so viel Gottesschild hat. Voll gut. Also, das Game, das könnte übelst noch ausrasten. Das könnte noch richtig eskalieren für mich. Der hat am Anfang noch kein Gottesschild, also muss der hier zuerst angreifen. Der hier greift an, verliert sein Gottesschild, kriegt Bonus. Was kriege ich hier noch für Nachrichten? Achso, du bist ein richtiger Dulli, hat der Foli geschrieben. Foli, das finde ich sehr unfreundlich von dir, ja? Benjamin, so geht's nicht weiter, ja? Entschuldigt das Chaos. Die Diener lassen ihre Erdnussschalen einfach überall rumliegen. Sieht gut aus für euch. Nee, aber wenn wir hiermit Erster werden, das wäre wirklich gut. Also, das wäre wirklich so Road to Rank 1. Oh, die haben aber so viel Lebensschaden, die Viecher hier alle. Okay, den habe ich gesnackt. Das ist gut, das ist wichtig. Jawohl, der hat wieder Gottes Schild gekriegt. Sehr gut. Oh nein, der hat wieder Gottes Schild bekommen. Oh, scheiße. Ach Mann, weil der so häufig Gottesschild bekommen hat, der Deflektobot. Ach, mit einem überlebt er. Hier, ich hätte 44% Siegeschance gehabt und hab's. Ach, 28% Lose, ey. Ist das hier schon ein goldener Velpotron? Das ist schon ein goldener Velpotron. Das ist ja nicht so gut. Den hier bräuchte ich, Mechano-Ei.
Ach so, der erhält immer erst dann Gottes Schild, nachdem ein befreundeter Diener Gottes Schild verloren hat. Der behält das Gottes Schild gar nicht. Ah, schade. Aber der wächst trotzdem immer weiter, das ist gut. So, wie machen wir denn das jetzt? Hol ich mir den? Ne, ich refreshe mal. Ich guck mal, was ich noch kriege. Das ist alles Schrott. Oh, was ist das denn hier? Fügt einem feindlichen Diener mit dem höchsten Leben 6 Schaden zu. Ja, aber das bringt mir ja gar nichts. Hier, den hier kann ich benutzen. Der Mechanopanzer ist scheiße. Oh, bitte lass mir noch was Gutes. Ich krieg aber auch nichts Gutes mehr, schade. Ah. Ja, ich muss den verkaufen hier. So, dann machen wir den hier da drauf. Dann kommen da nämlich nochmal 3 kleine Mechs raus. Ah, ich krieg aber auch wirklich keine guten Sachen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. So lassen wir das jetzt erstmal. Sieht gut aus für euch. So, hoffentlich wird der hier nicht gesniped und der hier hinten nicht gesniped. I! Der Froscheffekt, der löst aus, das ist ja mies. Egal. 95%ige Siegchance. Jawohl, win. Easy. Nice. Cool. Sehr gut. Oh! Ich hab AFK direkt weggeboxt. Null. Überragend. Hier, das ist wichtig. Das Ding ist wichtig. Hey, wieso kann ich das nicht kaufen? Hallo? Dann machen wir das so. Ja, und den verkaufe ich jetzt. Ich glaube, so passt das ganz gut. Und dann. Hier ist noch eine heilige Makrele. Cool. Den hole ich mir. Dann hole ich mir nächste Runde erstmal den Angriffsschaden verbessern. Ich habe hier 3 Mechs. 1, 2, 3. Das ist gut. Das sollte passen. Jetzt kämpfe ich gegen den Toten. Dämonen hatte der. So, Miriam, wo bist du? Du bist hier. Du hast gegen den Toten gewonnen. Platz 4, ich bin Platz 3. Und gegen den hier habe ich ja nur ganz knapp verloren. Das heißt, ich müsste eigentlich gewinnen. Ich hätte halt gerne diesen anderen Roboter gehabt, der durchgängig immer sein Gottesschild wieder bekommt, wenn ein neuer Mech herbeigerufen wird. Das wäre halt übelst stark. Weil dann würde der die ganze Zeit immer wieder Gottesschild kriegen und dann würde der auch immer wieder gebufft werden. Aber egal. Aber die neuen Mechs sind schon ganz cool, aber ich finde, die neuen Mechs sind einfach nicht stark genug. Die Drachen oder die Elementare sind halt viel, viel stärker. Und Stacheleber sind eigentlich auch viel stärker, aber ich habe gar keine angeboten bekommen heute. Nur weiter so, ihr macht das großartig. Foli, das mit dem, wie heißt denn das jetzt hier? Mit dem GTA Roleplay kann ich mir ja nochmal ankicken. Gegen den Toten hatte. Der hatte gar keine Chance gegen mich hier. Den habe ich komplett weggeklatscht. Der hatte ja gar keine Chance. Cool. Nice. So, dann heißt es erstmal den hier holen. Zack. Dann kommt der weg. Dann den hier holen. Dann den hier holen. So, was ist denn da noch drin? Oh, was ist das denn hier? Verschlingt einen Diener in Bobs Gasthaus und erhält dessen Werte, nachdem er einen Dämonen ausgespielt hat. Der war auch cool, der frisst nämlich alle Diener auf in Bobs Gasthaus. Aber der muss man Dämonen spielen. So. Das heißt, ich muss erstmal den Buff nochmal rauf machen. Auf wen buffe ich denn jetzt? Ich glaube, ich buff hier den kleinen. Ne, ich buff hier drüben den Schmierbot, dass da auch nochmal Mistviecher rauskommen. So, okay. Jetzt kann ich noch einmal. Da ist ein zweiter Schmierbot. Das ist gut. Den bräuchte ich als nächstes. Den save ich mir.
Was ist? Jumi hat heute den Fernseher im Schlafzimmer angemacht. Wie hat denn das hingekriegt, Miriam? Wie hat denn die Katze dem Schlafzimmer den Fernseher anbekommen? Das musst du mir mal erklären. Hat sie auf den Knopf gedrückt oder ist er auf die Fernbedienung? Ich glaube, ich werde jetzt verlieren. Wie viele Molochs hast du denn? Haben die alle Gottesschild schon? Hat jeder Moloch schon Gottesschild Hast du oder das noch Handy nicht? am Schnürchen? Ist über die Fernbedienung gelaufen. Ah, siehst du, das meine ich doch. Uah, was ist denn das hier? Alter, der hat 52, 52. Wie kann das denn sein, Alter? Krank. Die geben sich gegenseitig immer Gottesschild, die heiligen Makrelen. Das ist ja überkrass. Das ist ja übelst geil. Er hat einen Angriffsschaden und 100 Lebenspunkte. Was ist denn das? Oh nein. Oh, schade, Miriam. Schade. Oh, das tut mir leid. So. Schmierbot. Zack. Gegen wen hast du denn verloren? Ach, gegen den ersten. Oh, schade. Und der hat dir minus 8, der hat dir einen Lebenspunkt zu viel abgezogen. Ganz, ganz traurig, Miriam. Schade, wirklich. Was ist das denn? Rache. Oh, krass. Überkrass. Nee. Nee. Da ist der Schmierbot, den ich brauche. Geil. Cool. Kriegen wir sogar noch einen Sechser. So, zack. Macht einen Moloch golden. Na, das bringt mir ja gar nichts. Dann nehme ich den hier lieber. So. Ja, dann muss es so sein. Der hier mit Gottesschild muss zuerst angreifen. Dann kriegen die beide Gottesschild. Dann wird mein Mechano-Ei angegriffen. Dann werden die gebufft. Und dann werde ich essen mit Stefan und eben von der Arbeit entkommen. Ja, Miram, dann mach doch jetzt erstmal Essen und wenn du wieder da bist, können wir noch mal eine Runde zusammenspielen. Und grüß bitte den Stefan ganz, 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 ganz herzlich von mir. Der ist wirklich Ehrenmann, Alter. Stefan und du hier, ihr beide seid so. Hier, so, Herzchen, so. Ja? Ah, ich glaube, ich gewinne das. 98% Winrate und 87% Chance, dass ich ihn kille. 5? 5, ja, ist down. Ciao. Er muss noch was machen. Die Nudeln sind ja noch nicht fertig. Ja, dann muss er noch warten, der Stefan, bis er Nudeln Bolognese essen kann. Aber hier, Miriam, auf jeden Fall den hier. Ja, zack. LTM plus 1-1. Ah, da ist die heilige Makrele, die brauche ich. Die ist wichtig. Die muss ich einfrieren, dann kriege ich einen Sechser. Tomatenbolo gibt es heute. Ey, da habe ich auch richtig, das schmeckt mir auch immer so gut. Ich esse Bolognese-Soße, esse ich so gerne. Und wir haben aber heute, Miriam, hast du Insta geguckt? Wir essen, haben heute Kartoffeln mit Kräuterquark gegessen. Hat auch extrem lecker geschmeckt. War wirklich gut. Wie machen wir denn das jetzt mit den Angriffen? Ich glaube, so ist ganz gut. Der greift zuerst an. Stirbt. Der greift, wird angegriffen, der kriegt Gottesschild. Dann greift der an, verliert sein Gottesschild und dann greift der an. Dann greift der an mit Gottesschild, der kriegt wieder Gottesschild und der kriegt wieder Gottesschild. Und das ist gut, das ist gut. Ich glaube, so passt es. Ich hoffe, dass ich überlebe. Passt auf, wir haben es alle auf euch abgesehen. So, mal gucken. Ja, er hat nicht so viel. Er hat nicht so viel, das ist gut.
Zack, boom. Jawohl. Oha, den knall ich sogar weg. Das wird Road to Rank 1. Ich glaube, das wird der Road to Rank 1. Hier passiert nichts mehr. Ich glaube, ich hau den sogar raus. Oder? Ja. Genau 19. Boom, Alter. Weggeklatscht. Nice. So, nur noch gegen den mit den Dämonen. Dem habe ich vorher schon 20 Lebenspunkte abgezogen. Also ich denke, das war's jetzt. Das ist der Win. Das ist der Win für dieses Mal. So, mal gucken, was ich kriege. Oh! Oh! Das ist ja krass! Guckt euch das mal an! Das ist neu! Todesröcheln, ruft 6 Mikrobots herbei, verleiht euren Mechs für jeden Bot, der nicht aufs Spielfeld passt, plus 1-1. Das ist ja mega krass! Geil, ey! Oha! Das ist ja ein krasser, geiler neuer Mech. Übelst krass, Alter. Ja, ich kaufe den jetzt noch und verkaufe den jetzt hier. Gib dem mir nochmal einen Buff. So, und dann muss ich den hier nochmal buffen. Und den hier nochmal buffen. Da ist nochmal eine heilige Makrele, die könnte ich auch nochmal nehmen. Also die neuen Mechs, die finde ich schon ganz krass. Aber die steigern sich nicht so massiv stark wie jetzt Elementare oder Drachen. Drachen haben einfach nach der 6. oder 7. Runde 100 Lebenspunkte, die kriegst du nicht mehr tot. So, der Omega-Brecher. Todesröcheln ruft 6 Mikrobots dabei. Ja, das ist glaube ich 100% Win. Der hat keine Chance gegen mich. Uff. Ja. Ja, 99% Win. 97% ich kille den Gegner. Ja, das ist vorbei. Gut gespielt. Komplett rausgeboxt aus dem Leben, Alter. Ja, voilà, ey. Endlich wieder Erster geworden. Verdient. Verdient gewonnen. Und genau so muss es sein. Klüger gespielt als die Gegner. Und hier unten Scherben bringen Glück, Alter. Nice. Erster Platz. Road to Rank 1 geschafft. Ich bin übertrieben begeistert gerade. Schön, dass wir auch hier wieder gewonnen haben. Und ich bin der Meinung, auch verdient gewonnen. Miriam, wirklich, das tut mir leid, Alter. Schade, dass du jetzt rausgeflogen bist. Aber man kann nicht immer Erster werden, muss man dazu sagen. Mensch, ey, verdient gewonnen und mit den neuen Mechs in Hearthstone auch gar nicht mal so schwierig gewesen. Ich muss sagen, mir gefallen die neuen Karten wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr weiteren Hearthstone-Content bei mir nicht verpassen wollt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da. Damit seid ihr ein aktiver Supporter dieses richtig geilen Computer-Technik-Hilfe-PC-Tutorial und Gaming-Kanals. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben geben würdet und schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Helden ich als nächstes Road to Rank 1 spielen soll. Da würde ich mich wirklich wahnsinnig drüber freuen. Und wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, dann könnt ihr mir natürlich gerne zuschauen, indem ihr einfach mal auf www.twitch.tv/orsokod geht. Da könnt ihr mir dann auch im Livestream bei den Gamings zugucken. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine aktive Unterstützung dort. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Orsok. Ciao.